Hallo, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung hier bei Going Medieval der zweiten Staffel im aktuellen Update. In den letzten beiden Folgen haben wir hier unsere erste Hütte gebaut mit sogar schon einem Stall für unsere Ziegen. Wir haben auch schon Nachwuchs und da wollen wir doch mal sehen. Ach, und wir haben auch unseren ersten Kampf in der letzten Folge gewonnen. Wir haben hier auch schon ein schönes kleines Kohlfeld angelegt und für Holz unsere ersten Ahornbäume gepflanzt. Hier wird jetzt fleißig trotzdem nochmal Holz geerntet und auf unseren Lagerplatz, der noch nicht so umwerfend ist. Warum auch immer haben wir zwei Wildkadaver. Da werden wir mal schnell eine Schlachtbank irgendwo hinzimmern. Am besten hier in der Nähe vom Lagerfeuer, dass die nicht so weit laufen müssen. Ja, komm. Machen wir mal hier ans Feld ran. Beschleunigen ein bisschen die Zeit bei diesem Unwetter hier. Okay, haben gerade alle nochmal eine Stunde Freizeit. Wie sieht's denn aus? Haben die zu essen? Haben sie. So, unsere Schlachtbank wird gebaut. Da werden wir gleich mal die Fleischproduktion hochnehmen. Das aus dem Kadaver, ja genau, der ging auch zuerst drauf, dass da vielleicht noch was rausgeholt wird. Auf jeden Fall sehr interessant, wie sie das Fleisch zerschneidet. Sie hackt einfach auf den Tisch ein und es spritzt Blut. Oh, da ist jetzt ein Haufen Fleisch. Welches natürlich einfach so auf dem Boden liegt. Und werden einfach nebenbei schon mal ein neues Gebäude anfangen. Mit einem eventuell größeren Lagerplatz. Da werden wir am besten hier ein sehr kleines Gebäude hinsetzen. So, und das werden wir auch, denke ich mal, mit zwei Kelleretagen machen. Damit wir, ja, am besten im zweiten Untergeschoss das Lager für das Essen hinmachen können. Und da können wir dann auch, haben wir noch gar nicht. Okay, was ich nämlich machen wollte, eigentlich dann unten die Regale hinsetzen, aber die Regale haben wir anscheinend noch nicht freigeschaltet. Ah, die brauchen wir hier bei Nahrung haltbar machen. Da müssen wir jetzt einmal auf 20 Bücher forschen. Okay, ein Topf ist gekocht. Das Fleisch müsste ja alles demnächst runtergelagert werden, bevor das hier oben hoffentlich verkommt. Und wir haben auch schon unser erstes Eisengrad gefunden hier beim Ausgraben. Eisen und Salz. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Wenn hier einfach Essen rumliegt, kommen die Wildtiere und schnabulieren es einfach weg. Also da müssen wir auch aufpassen, dass wir dann unsere Nahrungsproduktion am besten irgendwo innen machen. Das können wir ja dann hier im ersten Untergeschoss machen. Im zweiten Untergeschoss können wir dann das Lager machen dafür.
Und da müsste dann auch alles, selbst wenn die mit dem Einlager nicht hinterherkommen, noch alles sicher sein, weil die Tiere, die können ja nicht einfach so, also hoffe ich, einfach so Haustüren öffnen. Wir werden hier auch gleich mal eine Treppe nach unten hinsetzen, damit, falls derjenige, der hier gerade am Abbauen ist, sich aus Versehen mit selber runterbaut, auch wieder nach oben kann. Und damit wir natürlich auch dann das zweite Untergeschoss gleich mit ausheben können. Okay, also das Problem mit dem Essen hier draußen ist sehr schwierig. Also die müssen wirklich daran arbeiten. Okay, wir haben jetzt den Sommer erreicht. Der Sommer erschien wie ein warmer Segen und lockte die Siedler, ihre warme Kleidung abzulegen. Jetzt war es an der Zeit, unterirdisch Vorräte anzulegen, um die Lebensmittel für die kommenden sonnigen Tage frisch zu halten. So, also wir haben Transport auf jeden Fall Priorität 1, aber irgendwie machen die dann doch lieber erstmal den ganzen Rest, bevor sie es wegtransportieren. So, die Treppe wird auf jeden Fall auch schon gebaut. Also Salz kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal genug. Was wir aber noch mit Salz alles anstellen können, das werden wir noch herausfinden müssen. Denn auf jeden Fall haben wir schon relativ viel Salz. Schon 432 im Lager. Und hier wird ja sicher noch ein bisschen mehr bei rumkommen. So, und genau das ist jetzt das, was ich meinte. Er hat sich hier komplett eine Plattform gebaut und jetzt ist er unten. Jetzt muss er natürlich, um rauszukommen, erstmal hier das weiter abbauen. Mein Lieber. Danach ist es mir auch egal, was du abbaust. Aber der Weg nach draußen ist schon wichtig für dich. Okay, wir haben jetzt einen Christian, der, ja, ungehorsam ist, sag ich mal. Ich beobachte ihn hier gerade schon die ganze Zeit. Also der ist, ja, der hat auch hier Schlafsüchtige, liebt nichts mehr als sein schönes langes Nickerchen. Leidet schneller an Schlafmangel, erholt sich aber auch besser und Stimmungsvorgabe minus 20 und Tempo der Stimmungsänderung plus 10. Also der ist allgemein ein sehr schwieriger Charakter. Da würde ich mal sagen, um seine Schlafgewohnheiten ein bisschen besser unter Kontrolle zu haben, gebe ich ihn anstatt mittags eine Stunde Freizeit, eine Stunde Schlaf. In der Hoffnung, dass es dann, wenn er sich wieder erholt hat von seinen Stimmungsschwankungen, dass er dann sich wieder ein bisschen erholt hat. Und wir werden aber auch mal neue Betten machen, damit es ein bisschen bequemer ist für sie. Und da haben wir es auch schon. Christian hat sich wieder ein bisschen erholt, will ich mal sagen. Die Betten stehen jetzt auch schon, da können wir die Betten hier einmal abreißen. In der Hoffnung, dass sie dann auch alle etwas besser erholt sind nach dem Schlaf.
So, und unsere Grube ist auch fast schon, ja, gut ausgehoben, will ich mal sagen. Da werde ich auch gleich mal für die zweite Treppe hier noch ein Dreierfeld ausheben, wo dann die nächste Treppe reinkommt nach unten zum Abbauen. Und wir haben einen neuen Siedler. Als Quenhilda ankam, standen ihre Knochen hervor und ihre Haare fielen in Büscheln aus. Die Leute aus Brockhall starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Quenhilda ins Gesicht geschrieben und sie flehte. Würdest du sie einlassen? Aber natürlich, wir werden sie reinlassen und auch eine Bergbaubegabte. Aber jetzt natürlich pünktlich zur Nacht haben wir nicht genügend Betten. So, ihre Fähigkeiten habe ich auch mal angepasst. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal unseren fünften Siedler hier. Also es geht doch langsam wirklich voran. Zwei im Bergbau, einer, der die ganze Zeit umherläuft, oder zwei, um die ganzen Sachen einzulagern. Also jetzt nimmt das alles auf jeden Fall etwas Fahrt auf. Aber ich werde ihn hier mal beim Bergbau 1 rausnehmen, dass er eher anfängt mal zu forschen, damit wir unsere Regale auch freigeschaltet kriegen. Bei Zeiten. Da sollte es lieber eine einzelne Person weiter ausheben. Das macht auf jeden Fall dann erstmal mehr Sinn, dass wir Forschung kriegen. So, da haben wir jetzt auch unsere drei Blöcke für die Treppe fertig. Da können wir die Treppe schon mal platzieren. Und wir haben auch schon die nächste Forschung bereit. Wir könnten jetzt dekorative Strukturen. Oh, da können wir Trophäenhalter jetzt freischalten. Aber ich werde erstmal sparen auf unser Räucherhaus und unser Regal. Und wir haben wieder Christian, der etwas verärgert ist. Ist auf jeden Fall hungrig, durstig. Na gut, dann werden wir ihm noch eine extra Wurst geben und nach dem Mittagsschlaf noch mal eine Stunde Freizeit gönnen. Unser nächster Kohl kann auch demnächst geerntet werden. Also mit dem Essen läuft es auf jeden Fall sehr gut. Und wir können jetzt unsere Regale freischalten. Und wir können ja dann auch später, wenn wir mehr Siedler haben, allen frühs 2 Stunden Freizeit gönnen, dass alle genug Zeit haben zum Beten, für Unterhaltung und für die Verpflegung. Denn jetzt sieht es mir nämlich eher so aus, dass jeder immer nur ein was oder maximal Essen und Unterhaltung beispielsweise machen kann, aber mehr auch nicht. Okay, Christian ist auf jeden Fall so einer, der, ja, ich, also mit Christian haben wir auf jeden Fall schon einige Probleme, was die Stimmung gerade angeht. Also dann werde ich eventuell das Schlafen hier nochmal in Freizeit umgestalten, dass er kann, ja, die religiöse Aktivität, die Unterhaltung, keine Ahnung, warum er das alles nicht, aber überhaupt gar nicht schafft. Aber wahrscheinlich wird es dann jetzt demnächst wieder so, dass er nochmal einen Tag, ja, etwas ungehorsam wird. So, wir haben auf jeden Fall gleich hier unseren Keller fertig ausgehoben und da kann ich schon mal für die nächste Ebene alles markieren.
Natürlich aufpassen, dass wir nicht das unter der Treppe mit abbauen, weil sonst ist die Treppe weg. Wir haben wieder eine neue Forschung. Da werden wir einfach mal auf unsere Lehmziegel warten. Oder allgemein das hier vorn als erstes machen. Die Lehmziegel, die Steinblöcke schneiden. Alles das, was auf jeden Fall wichtiger ist als Deko. Freundlicher Besuch, Handelskarawane. Der Waffenhändler lenkt sein robustes Pony, dessen Karren schwer mit Waren beladen sind, nach Brockhall hinein. Schützt euch, tötet eure Feinde, ruft er. Ich habe Schwerter und Rüstungen in Hülle und Fülle und auch erschwingliche Bögen und Schilde für den einfachen Fußsoldat. Auf jeden Fall haben wir Salz in Hülle und Fülle. Da können wir ja auf jeden Fall mal ein bisschen mit ihm handeln. Da ist er auch schon. So, wer von uns hatte denn Redekunst am meisten? Redekunst 10, 5, 4, 9 und 4. Tauschhandel treiben. Ui, also er hat auf jeden Fall etwas Schönes anzubieten. Aber nimmt er auch unser Salz an zum Handel? Eher weniger. Ja gut, das ist sehr schlecht. Also die Winterkleidung werden wir auf jeden Fall behalten, weil es, ja, wir haben zwar jetzt noch Sommer, aber der Winter kommt schneller, wie man denkt. Was können wir ihm denn anbieten? Wir könnten ihm etwas zu essen anbieten, auf jeden Fall. Aber das macht auch nicht so viel aus, will ich mal sagen. Wir haben noch einen Bogen, den wir verkaufen können. Der ist aber nur solide. Ja, der ist mir im Großen und Ganzen noch recht zu teuer. Also da haben wir nicht wirklich irgendwas, was wir da jetzt groß handeln können, um nicht wirklich einen Verlust zu haben. Wir werden auch gleich mal einen Brennofen für Keramik, Ziegelfliesen, alles aus Lehm hinbauen, weil das wird unser Material für den Keller. So, da werden wir auch gleich mal anfangen, Lehmziegel zu brennen, bis wir mal 200 auf Lager haben, können wir immer Ziegel brennen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber liebe Freunde, ich weiß, die Folge ist jetzt nicht ganz so viel passiert, weil wir größtenteils hier warten, bis unser Keller komplett ausgehoben wird und auf jeden Fall unsere Ziegen immer weiter trainiert werden. Die männliche ist schon bei 27%, die weibliche erst bei 17%, aber es geht auf jeden Fall voran. Und unser Cobain, was macht er denn im Keller? Also irgendwas ist mit unserer Ziege hier ganz verkehrt. Wie wäre es, wenn du die Ziege noch einmal... Ja gut, das kann er nicht. Ja gut, ob die Ziege irgendwann ihren Weg wieder zurück in den Stall findet oder nicht, das erfahren wir erst demnächst. Schaltet da gern bei der nächsten Folge wieder ein. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.